So, moin moin auch wieder, liebe Lüt, und damit herzlich willkommen zurück auf den Hof Bergmann. Wir machen weiter mit Luben. Ja, moin moin, liebe Leute. Moin. So, wir haben festgestellt, wir brauchen das, was wir nicht haben. Hühnerfutter. Und das machen wir selber jetzt eben schnell. Ja, das ist ja auch gar kein Problem. Weil wir wissen ja, wo alles steht und geht und liegt und... So, Abfahrt. Ja, wir haben uns so ein Amarillo geholt, mit dem wir abpacken können. Dazu haben wir uns auch eine Gabel liefern lassen, dass wir die sich so ein bisschen verstellen kann halt, ne? Das Ganze machen wir wegen Sauereigefahr lieber da oben, direkt beim Silo. Ja. Ich bin schon unterwegs. Was ich nicht vergessen darf, ich muss gleich vielleicht zuerst noch den Schafen irgendwie ein bisschen Silage bringen oder so. Ich glaube, die haben nichts mehr. Bevor ich düngen gehe. Ja. Guck mal, wir das Ding da heile hinkriegen, du. Ich weiß gar nicht, ob ich Gewicht brauche. Och, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe ihn. Ja, das ist gar nicht abgeschätzt. Oha. Ja, das war wohl voll daneben. Ist ja nicht weit, das wird schon gut gehen, oder? Halt mal fest. Ja, du fährst ja. Junge, Junge. Oh, ein roter Weidemann vor mir. Ja. Haben wir eigentlich eine Piekse für den Frontlader, sag mal? Eine Beinpiekse? Ja. Ich glaube nicht. Müssen wir uns irgendwie verlassen. Muss ja gleich mal eben die Silageballen dahin bringen. Wo willst du das hinhaben? Ich mach's einfach hier vorne vor, wa? Ja, dass man gut rankommt, ne? Und wo kein anderer Trigger im Weg ist. So. Hast du was? Mal gucken. Ach, da hinten unter dem Röhrchen kriege ich das, ne? Genau. Der wird wie bei eben kicken wie der Guide. Als wenn er den anbietet. Und natürlich bleiben wir jetzt hier, um zu gucken, ob er zielen kann oder nicht. Jetzt bin ich ja schon richtig gespannt. Warte mal, ich steig mal eben ein. Muss ich irgendwas einschalten noch? Warte mal. Paletten, Erstellung, Einschalten. B. D.
Kann losgehen. Ist an oder was? Ja. Ja. Verdammt, es hat geklappt. Tja. Lagern wir bei den Hühnern am besten da hier oben ein, ne? Ja. Ich lege mir die Säcke dann in die Schaufel und dann fahre ich die rüber. So, läuft. Gut, ich bringe mal erstmal was zu den Schafen. Mal eben gucken, ob ich da nicht falsch liege. Ja, die haben gar nichts. Da bringen wir einfach hier Grassilage was hin. Gras hatten wir auch noch nicht gemäht hier, ne? Nein. So, dann wollen wir mal eben gucken. Jetzt mache ich aber vorsichtshalber mal das Gewicht dran. Also ein Bein ist glaube ich so eine Sache, ne? Die wiegen ja doch schon mal einen Meter. Könnte passieren. Ja, das funktioniert doch sehr gut hier. Perfekt. Wie viel Sack soll es denn sein? Ja, wundert dich nicht, wie viel da rauskommt, wenn du da eine Schaufel reinhaust. Ich würde erstmal so ein paar Säcke. So viel Hühner haben wir ja nicht, ne? Ja, ich bin jetzt schon beim fünften Sack jetzt schon. Und er kippt die zweite Schaufel immer noch aus. Das ist voll super. Also im Lager passt ja genug rein, aber. Wolltest du ja nicht jetzt die nächsten Stunden. Nein. Ich meine, wenn du willst, mein Segen hast du, ne? Ja, aber so viel brauchen wir nicht, wäre blöd. Ich lass mir mal eben. Wir haben, glaube ich, keine Piekse. Nee, ich glaube, hatten wir eben schon mal drüber gesprochen. Ja, ich weiß nur nicht, wir haben wirklich gar keine gehabt. Ich dachte, wir hätten vielleicht schon eine. Müssen wir investieren, das ist ja nichts. So, denn das wir uns die Halbfidi ist ja, ne, ein Feinfidi. Deswegen gerade bestellt und schon liegt das Ding auf dem Hof. Mhm. Zack. Da sind die Lieferanten ja schnell. Oh, haben wir gleich genug. Das ist 2, 4, 6, 7, 8. Säcke haben wir schon mal hier. Da kann man ja, wenn man Bedarf hat, wieder was abfüllen. Das ist so. Jetzt haben wir das Ding an der Backe. Jetzt gucke ich mal eben hier in den Fermenter rein. Nee, tatsächlich. Diese können wir auch noch voll stopfen. Na guck. So, dann nehmen wir mal eben hier ein Bein raus. Mehr brauchen wir, glaube ich, nicht. Schön erstmal die Plane reinpiegen. Mit Absicht natürlich. Wir sollen den frischen Silagegeruch ja auch schon wahrnehmen, wenn der kommt, ne? Genau. Zum Glück ist hier kein Verkehr, du. Dann hätte mit Sicherheit schon H-Way mal gerumst. Das verstehe ich jetzt nicht.
aus der vom Hof da runter auf der Hauptstraße rauf mit dem Frontlader und Beinen vorne dran. Moin. So, meine Freunde, hier habt ihr lecker was zu stabulieren. Zack, so. Oh, 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 oh. 2300 noch drin. Also siehst du, kannst noch einen Augenblick von was von machen. Zacki, zacki. So, lutscht das. Hä? Wie sieht das hier aus mit... Oh. Da hätte man ja, also, ich meine, da ist ja nun nicht, okay. Das ist ja toll. Ich denke gerade, die haben ja gar keinen Stroh, die Armviecher. Aber? Da muss ich noch ein Bein holen. Ja, das sollen ja auch weich liegen, ne? Ich weiß gar nicht. Vielleicht mal einfach hier hoch. So, dann hole ich mir mal eben ein Gefährt, um die Säcke zu transportieren, weil in die Frontladerschaufel reinschmeißen wäre blöd. Ach so. Weil jetzt sind nämlich keine Säcke mehr. Wieso? Wenn du ein kleines Ferkel da reinpackst, wäre sie auch kein Gulasch. Ja gut. Ich verstehe deine Schwierigkeit genau. Übrigens, wenn du so da hinten reinlegst, das ist genau wie dasselbe wie mit der Schaufel. Ach, ist nicht dein Ernst. Doch, du musst, fahr doch in eine Werkstatt und mach eine Plattform draus. Das ist nämlich ein Geheimtipp, den habe ich nämlich bei Coffee gesehen. Ja, warte, ich habe noch eine viel bessere. Mir kommt dann noch eine ganz andere Idee. Oh oh. Hallo Sprinter. Oha. Ja, schön, dass wir einen haben. Hat nicht jeder so gut mit rum. Das stimmt. Ich finde, das kann ich schon ganz gut. Naja. Ich und der Sprinter haben da schon ganz andere Erfahrungen miteinander. Gut, ich fahre die Dinger vom Berufswegen schon genug. Ach, du lieferst Brötchen aus? Deswegen ergibt das immer so eine Symbiose. Jetzt auch gleich wieder auf der Kacke. So. Dann steigen wir schon ganz schnell in die Ziegenmilchproduktion ein als nächstes, wa? Ach ja. Käse. Muckwi denn. Jetzt weiß ich gar nicht. Reicht, dass ich das hier hinschmeiß? Ja, reicht. Oh, 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 oh. Ja, die ist, der verbraucht sich ja von alleine, ne? Das muss man einfach stehen. Mal eben gucken. Ja, jetzt sind sie. Jetzt geht's hin. Ach, jetzt sind sie jetzt richtig gut. Ja, Mensch, das sieht ja hier auch schön aus. Ich bin hier. Ich muss gar nicht sagen. Hm? Ich habe mich verfahren und ich bin mitten beim Kartoffelfeck gelandet. Ja, das ist ein Zeichen, merkst du selber, ne? Wollten wir nur sagen, sie sind fertig. Da müssen wir uns auch noch genau überlegen, was wir damit machen.
Irgendwas mit Schweine wahrscheinlich. Oder gibt es hier Bratkartoffelwerk? Ich habe noch keins gefunden. Obwohl, jetzt habe ich Hunger. Schön Bratkartoffeln, Bacon Speck und ein paar Eier da rein und den Ohr. Ja, mehr brauche ich da gar nicht. Ja, Zwiebeln noch. Die müssen auch noch mit rein. Jetzt hör doch auf, alles kaputt zu machen. Die Stimmung war gerade so schön. Hä? Kommt er mit Zwiebeln an. Mach doch nicht alles mit Zwiebeln kaputt. Nein, wieso nicht? Nee, alles nicht, aber... Nein! Zack. So, ich lasse ihn einfach mal hier stehen. Ja, setze ich mich in den B und fahre zum Feld zum Düngen, ne? Jo. Halb voll, halb voll. Oh nein, ich muss schalten. Die Säcke hier einfach unter das Dings tun, oder was? Nee, du kannst du kannst da die Option oben aufmachen. An der Hauswand, links. Also links neben dem Tor, was auf ist. Da kommt irgendwann, dass du oben das, die Luke aufmachen kannst. Da kommt dann eine Leiter und da kannst du zurückgehen, ja. Oben ist das Lager. Ey, was macht die ganze meinem Sprinter? Raus hier! Ja, nimm sie doch gleich mit. Ist auch ein fetter Düngerschwall, ne? Ich finde, der macht sich da ganz gut hinter. Ja, aber wenn der voll ist, brauchst du ein Gewicht vorne bestimmt, wa? Nee, habe ich auch nicht gehabt das letzte Mal. Was? Bring dir noch ein schönes Eigengewicht mit. Schön. Oder Bohr. Gehen wir mal eben in eine andere Gruppe. So ist besser, ne? 20 Kamera. Und damit schaffst du aber auch nicht was, ne? Junge, und der reißt was raus, ne? Der wird von rot, geht der komplett auf grün. Ja. Das schaffst du mit dem Kompass nicht. Nee. Der ist nicht so ergiebig, das stimmt. War dafür günstiger. Ja. Müssen wir gucken, was wir brauchen, um den Kunstdünger selber herzustellen. Ja, stimmt, kann man ja auch. Genau, Flüssigdünger haben wir schon mal gemacht, aber Kunstdünger habe ich zum Beispiel noch gar nicht gemacht. Muss ich das rechnet? Müssen wir mal harten Taschenrechner am Bande bekommen. Ist das die orange Maschine, dieser große Kasten? Nee, das ist Saatgut. Ach, das ist Saatgut. Mhm. Die haben wir auch schon mal angerissen. Das sollte sich wahrscheinlich aber auch rechnen, wenn wir das selber machen. Raus hier, werden keine Eier reingelegt. Guck mal, wenn wir Milch haben, können wir die Eier eigentlich auch behalten, weil dann kannst du auch schon wieder Mayonnaise anschmeißen, ne? Junge, Junge. Bei Pop, der Dorfladen. Ja.
Alles aus eigener Herstellung. Ja. Oh. 12 Uhrzeit nur noch. Dafür nimmt er aber auch richtig jetzt, ne? Ja, mal gucken. Ich glaube, den hatten wir noch im Big Bag, einen so einen Sack mit Dünger, ne? Oder hatten wir den gekauft schon? Ich kann mir genau daran erinnern. Ich glaube, der stand oben im Regal, ne? Ich glaube, die waren schon alle weg. Aber jetzt sag mal nix. So, jetzt habe ich... Ich gucke eben, warte mal. Jetzt mal 6%. Bist du noch drinne? Also, ganz schön was weggehauen. Oh, nicht... Oh, scheiße. Mensch, ich bin fast abgesoffen. Peinlich. Nee, einmal Saatgut und einmal Schweinefutter haben wir hier oben noch drin. Müssen wir mal durch gucken, was das ist, wenn wir das alles selber herstellen. Für das Fett hat es ja erstmal gereicht, was anderes angesät. Dann müssen wir gucken. Wir müssen uns mal überlegen, wie wir es mit den Kartoffeln machen. Dann können wir uns am besten ja. Am besten machen wir den Anfang und lassen den Egon hier alles nachmachen oder so. Ja. Dann soll der da drunter ruppen, aber können wir zumindest die Taler gebrauchen, ne? Genau. So, wo steht denn die Maschine für Saatgut selber machen? Also das ist ja... Die mussten wir uns kaufen. Saatgut meine ich nicht. Du meinst Dünger. Die müssen wir uns von Heimfini aufholen. Ach, das ist so eine Produktionsmaschine. Genau, es gibt ja einmal für Flüssigdünger und einmal für Fest. Mhm. Wenn wir das, den Weizen, ich hatte ja in der Getreidetrocknung, hatte ich den Weizen auch noch reingedonnert. Also ja, die läuft. Das, genau, und wenn das durch ist, kriegen wir, glaube ich, ganz gut was. Mhm. So, die Stadt ist jetzt auch nicht so viel schneller. Alter. Du bist mit dem Kopf fast an der Decke, du. So, jo. Haben wir das auch wieder. Zack, den stellen wir mal irgendwie ab. Dann hat es sich ja gelohnt, du. Feld fertig, Düngerstreuer leer. Guck noch mal eben auf das Feld. 23. Muss nicht gepflügt werden. Können wir also umrubbern. Mhm. Und dann fertig machen. Na gut, sehen wir. Ja, aber ich glaube, für heute haben wir es wieder. Junge, die Zeit läuft. Leute, vielen Dank fürs Zugucken. Und wie immer, wenn euch das gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Mock out.